komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Ich möchte heute Morgen sprechen über ein Wort, erschreckt aber nicht. Das heißt sterben. Aber ich habe gute Nachricht, sterben ist ein Gewinn. Ich möchte ein anderes Wort sagen für sterben, das heißt loslassen. Es ist immer leicht gesagt loslassen, aber es machen ist ganz schwierig. Was soll man dann loslassen in unserem Leben? Ich will dann einfach einen Bibelvers geben. Alles, was sichtbar ist, ist vergänglich. Alles, was unsichtbar ist, ist ewig. Stimmt das? Alles, was sichtbar ist, müssen wir einen Tag loslassen. Sogar unser Körper. Einen Tag werden wir unseren Körper loslassen und wir werden in die Ewigkeit gehen und verlassen den Körper. Und weißt du was? Ich sage dir etwas, das ist Befreiung. Das ist Befreiung. Wenn wir unseren Körper loslassen, das ist selbst, wie Paulus sagt, und bist ewig bei Gott. Loslassen ist alles, was sichtbar ist. Alles, was unsichtbar ist, musst du nicht loslassen. Dein ewiges Leben musst du nicht loslassen. Der Heilige Geist musst du nicht loslassen. Dein Geist geht zu Gott zurück. Stimmt das? Dein Geist geht zu Gott zurück. Alles, was unsichtbar ist, wirst du behalten können. Alles, was unsichtbar ist, ist ewig und es wird ewig bei dir sein. Alles, was sichtbar ist, was materiell ist, werden wir einen Tag verlieren. Ist vielleicht besser im Kinderraum, gell? Weil die Konkurrenz mag ich nicht, wenn sie lauter predigt wie ich. Dieser Lautsprecher im Kinderraum drin. Okay. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Du musst einen Unterschied machen als Christ, als alles, was sichtbar ist, was materiell ist, was du einen Tag los wirst lassen. Und alles, was unsichtbar ist, das wirst du behalten. Dein Name ist im Buch des Lebens geschrieben, stimmt das? Und da wird nie jemand löschen können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Zeit leben. Ich habe so einen Eindruck, dass in der letzten Zeit ein ganz starker prophetischer Geist, ein Geist der Offenbarung, der Heilige Geist, noch einmal ganz stark auf alles Fleisch kommen wird. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, uns mehr und mehr zu konzentrieren auf das Unsichtbare, auf das Übernatürliche, auf alles, was Geist ist und alles, was materiell ist, ein bisschen in den Hintergrund stecken. Und das Loslassen der so Gebiete, wo Frauen es schwieriger haben und in anderen Gebieten haben es Männer schwieriger. Etwas, was wir alle lernen müssen, wenn wir Eltern sind, es gibt eine Zeit, wo wir unsere Kinder loslassen. Und das tut weh. Und ich merke immer noch, dass es Beispiel Eltern gibt, die sind 80 und die haben immer noch eine starke Bindung und probieren das Tochter wie 60 zu kontrollieren. Verstehst du? Und dieses, du kannst nicht loslassen. Und ich glaube, das ist etwas, was so wichtig ist, weil wenn wir loslassen, dann sind wir frei von etwas, was irdisch ist, was uns bindet auf diese Erde. Und es gibt uns Freiheit in mehr und das, was oben ist, zu holen. Denk dran, es gibt dieses natürliche Gesetz von dieser Anziehungskraft der Erde. Und wir leben auf dieser Erde.
Aber alle, die auf der Erde leben, es gibt ja diesen Ausdruck, er hat seine zwei Füße auf Erde, verstehst du? Das sind alles Leute, die ganz große Probleme haben, in dieses Übernatürliche reinzugehen, dieses, was Geist ist. Und wie mehr wir loslassen, was auf Erde ist, was uns bindet, wie mehr wird uns leicht sein, der Geist zu verstehen, das Prophetische zu verstehen, dieses Loslassen ist etwas, was ganz wichtig ist. Beispiel, wenn das Gegenteil, wenn Kinder loslassen, dass sie Anerkennung von ihren Eltern bekommen, das lebt sich so leicht nachher. Ich habe gesehen, ich konnte es nicht glauben, wie Männer, wie 40, 50 Jahre alt sind, haben Zara gekauft, investiert, Kredite genommen, sie konnten es nicht bezahlen, um nur endlich Anerkennung von ihren Eltern, von ihrem Vater zu bekommen. Wir haben in unserer Gemeinde einen jungen Mann gehabt, frisch gläubig, zwei Kinder, eine Frau, und die hatten echt finanzielle Sorgen. Und dann kauft er sich ein BMW, 2 Jahre alt, und einen riesen Kredit und alles Mögliche. Und in der Seelsorge fragte ich, warum hast du das Auto gekauft? Erzähl mir's mal. Er sagte, weißt du, mein Vater ist jahrelang BMW gefahren und hat mir nie Anerkennung gegeben. Nie. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt mit diesem Auto zu meinem Vater komme, dass er sagt, Junge, du hast es gepackt. Und dann bin ich zu meinem Vater gefahren mit diesem Auto und er sagt, oje, das ist ein älteres Modell, gell? Und er brach zusammen, innerlich brach er zusammen. Er hat mit 40 Jahren immer noch die Anerkennung von seinem Vater. Er konnte es nicht loslassen. Ich brauche nicht die Anerkennung von meinem Papa und von meiner Mama und von dem, von meinem Chef, von meinem großen Bruder. Ich brauche die vom Heiligen Geist. Ich brauche die von Gott. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, loszumachen. Wie mehr wir loslassen, wie mehr wir sterben in Situationen drin, wie mehr wirst du von diesem Anziehungskraft der Erde, von allem, was materiell ist, abschalten und wie mehr wirst du vom Geist Sachen bekommen. Und ich glaube, das ist etwas wichtig. Was kann denn alles wichtig sein? Was bindet denn alles? Ich komme ganz kurz auf dieses Ding von Kindern. Loslassen bedeutet nicht wegschmeißen. Es gibt manchmal so Loslassen, okay, wenn es nicht bei mir gehört, dann nein, es ist ein progressives mit Loslassen. Kinder musst du es fängt schon an, wenn Kinder 12, 13 Jahre alt werden, dann wollen sie nicht mit der Mama an die Hand geben oder will das und jenes. Muss man Stück für Stück loslassen mit Weisheit. Und da, wenn sie ihr eigenes Leben haben, loslassen, es ist eigenes Leben. Sie werden ihre eigenen Fehler machen, sie werden ihre eigenen Entscheidungen machen. Sie haben ein anderes Denken, sie haben andere Gewohnheiten, sie haben andere Traditionen. Und weißt du was? Du kannst deine Kinder nicht kontrollieren. Loslassen bedeutet nicht die Liebe wegmachen. Du kannst jemanden lieben und loslassen. Liebe und loslassen sind zwei total verschiedene Sachen. Was du richtige Liebe ist, immer loslassen. Wenn du eine Person liebst, wenn du eine Person liebst, wenn du einen Mann liebst oder einen Mann liebt, eine Frau ganz intensiv, und wenn er nicht bereit ist, die Frau loszulassen, wenn sie weg will gehen, das ist keine Liebe mehr, das ist Kontrolle. Das ist, es gehört mehr. Liebe ist loslassen. Auch wenn, ich will es mal so sagen, versteht mich nicht falsch, wenn du eine Ehe kaputt ist und einer will weggehen, dann lass ihn los. Verstehst du? Wenn Gott das machen will, mach das. Aber du musst in deinem Herz ihn loslassen. Loslassen. Nämlich alles, was du bindest, bindet dich auch. Verstehst du? Der Polizist, der einen Gefangenen fängt und macht ihm die Handschellen, nimmt ihn mit, er ist auch nicht frei. Er kann ja auch nicht machen, was er will, weil er ist ja gebunden an diese Sache. Und jedes Mal, wie du etwas bindest, bist du auch gebunden. Und gebunden sein ist etwas Schreckliches. Loslassen ist so befreiend. Ich habe gemerkt, dass etwas, was uns immer ganz stark bindet, ist Recht haben. Ich habe mit jemandem Streit. Und ich habe Recht. Ich müsste immer mich erinnern, mein Papa ist Christ gewesen und er war vom Charakter, vom Wesen das Gegenteil von mir. Hundertprozentig das Gegenteil. Ich war der Kämpfer und er war immer, der hat immer gesagt, weißt du, mein Friede ist mir wichtiger als das Recht. Friede hat mich früher nie interessiert, das Recht. Ich war ein Kämpfer, verstehst du? Und mein Papa ist betrogen worden von seiner eigenen Schwester an der Erbschaft und alles Mögliche. Und ich habe meinem Papa gesagt, geh zum Anwalt, du hast ein Recht. Ich sagte immer, Friede ist mir wichtiger als dieses Geld, verstehst du? Ich habe meinen Papa abgelehnt dagegen, verstehst du? Ich war ein Kämpfer. Aber wenn ich nach Jahren schaue, muss ich sagen, er hat Recht gehabt. Er hat immer Recht gehabt. Er ist lieber
über den Tisch gezogen worden, als das selbst zu machen, weil er wollte Frieden haben. Er hat gewusst, loslassen. Und ich glaube, das ist etwas, was Christen manchmal schwer haben, wenn es im Gebiet recht ist. Ich habe öfters erlebt, wo zwei Christen in einer eigenen Gemeinde miteinander Streit haben. Wegen dem Auto, wegen dem Haus, wegen Geld und alles Mögliche. Und dann kommen sie zum Pastor und der Pastor muss Recht geben. Was? Und jeder hat ja Argumente. Jeder erwartet, dass der Pastor ihm Recht gibt. Es ist nicht die Arbeit von einem Pastor, jemand Recht zu geben, weil sogar Jesus nicht der, der Recht ist, sondern Jesus möchte jemand verteidigen, nicht Recht geben. Und ich habe gemerkt, wie Christen, wie dann auf Recht pochen. Du denkst immer, du hast Recht in der Situation und du erwartest, dass der andere kommt, es bekennt, dass du Recht hast und um Vergebung verlangt. Und dann bist du bereit loszulassen. Aha, er hat Vergebung verlangt, das ist gut, jetzt fühle ich mich besser. Aber ist das Loslassen? Das ist Fordern. Verstehst du? Und ich habe da gesagt, ich sage dir etwas, wenn du das lernst, loszulassen, wo du Recht hast oder wo du denkst, du hast Recht, das ist wie Sterben. Aber dann kommt der Friede und dann spürst du, wie etwas, was dich bindet auf dieser Erde, nicht mehr bindet, sondern du hast so diese Sehnsucht nach dem, was oben ist und du wirst immer sensibler. Und wie mehr wir loslassen, wie mehr wir sterben, wie mehr werden wir sensibel für diese Sache. Und ich möchte heute Morgen, ich erzähle dieses Beispiel von der Bibel, wie ich schon öfters genommen habe. Das ist dieser wunderbare Psalm 22. Der Psalm 22 fängt an mit David, wie ein König ist, ein mächtiger König. Er ist der Freund Gottes, ist ein mächtiger König, erfolgreich, der Lieblingskönig von Gott. Und er hat einen Sieg nach dem anderen. Er ist gesegnet, er ist reich, er hat das Land zusammengeführt. Und dann lese ich nur einige Verse von ihm. Vom Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhn. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und bei Nacht bitte ich keine Ruhe. Es geht ihm total schlecht. Er fühlt sich furchtbar, von Gott verlassen. Und dann kommt dieser Vers 7, wie der sagt, Herr, ich bin kein Mensch mehr, ich bin ein Wurm. Kannst du dir das vorstellen? Ein König wird Wurm. Gibt es einen größeren Unterschied zwischen den beiden? König hat eine wunderbare Krone, wunderbar angezogen. Er hat ein Schwert, er hat Leibwäsche, er hat alles. Ein Wurm hat nichts, keine Kleider, keine Waffe, gar nichts. Ein Wurm ist nackt. Und ein König wird Wurm, ist König und er wird Wurm. So heißen, er lässt los seine Krone, seine Kleidung, sein Anrecht, sein Reichtum. Er lässt alles los, er muss sterben, er wird Wurm. Und was passiert ein paar Verse später? Ist dieser wunderbare Psalm 22, wo er plötzlich eine Offenbarung hat, eine Vision. Zuerst denkt er, er sticht wieder, er sieht dämonische Kräfte. Er lässt alles los, er denkt, jetzt muss ich sterben, ich habe den Tod verdient. Und dann hat er eine Vision. Die Vision vom ersten Mensch in der Bibel, wie ein Kreuz sieht, wie der Jesus sieht. Er hat die Vision 800 Jahre vor allen Menschen, dass der Messias kommt, der ist gestorben für ihn. Und David wird Prophet. Er weiß ganz genau, das ist der Messias. Und dann schreibt er diese wunderbare Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, wie er wird nichts mangeln. Und dann schreibt er den Vers 24, Psalm 24, mach hoch die Tür, der König kommt. Das bedeutet, das ist Tür vom Alten Testament, vom Gesetzlichen, muss hochgehen, es muss weggehen. Es kommt etwas Größeres, die Tür ist viel zu klein vorher. Es kommt die Tür der Gnade, er kann es nicht verstehen. Und er ist der erste Mensch, er wird Prophet und er sieht den Messias kommen. Er sieht, wer kommt, er weiß, das ist die Erlösung. Er muss loslassen, diese königliche Salbung, diese königliche Position, seine Krone, alles. Er muss Wurm werden, ganz nackt, um Prophet zu werden. Und ich glaube, das ist ein großes Geheimnis. Ich spüre zur Zeit, wo noch nie, zu keiner Zeit, glaube ich, auf Erde, ist der Geist Gottes, der Geist der Offenbarung so stark am Kommen. Und ich sehe es bei Menschen, wie frisch gläubig sind, wie anfangen, prophetische Worte, Visionen zu haben, Sachen zu erkennen, die Zeit zu erkennen, die Erweckung zu spüren, Sachen zu spüren. Es hat noch nie keine Zeit gegeben, wo der prophetische Geist so stark kommt, wie die Worte vom Paulus. Ich möchte, dass jeder von euch prophezeit. Ich möchte, dass jeder prophetisch ist. Und wir leben in der Endzeit, wo diese Geisteroffenbarung noch einmal ganz stark zurückkommt.
wo dieser Geist von Elia ganz stark zurückkommt, dieser Geist, wie das Herz zum Vater und den Menschen zusammenbringen wird. Wir leben in dieser prophetischen Zeit wie Anfang ganz stark. Aber Gott hat diese Botschaft loszulassen. Und wenn wir nicht loslassen, werden wir nicht sensibel sein, wenn wir auf unser Recht pochen. Es ist mein Recht, es ist meine Gemeinde. Und der Pastor muss Zeit für mich haben und der muss sich entschuldigen bei mir. Und das ist mein Dienst und das ist alles Mögliche. Und wir binden diese Sachen. Ich kann das sagen, das Prophetische wird nicht kommen. Es ist eine Zeit, wo wir lernen, das ist loszulassen. Das ist ganz loslassen. Vor ein paar Jahren hatte ich noch in Mühlhausen gewohnt, nicht weit von hier. Und hatte so ein Reihenhaus. Und dann haben wir so ein Grundstück hinter mir übrig geblieben. Und das haben wir aufgeteilt in drei Leute. Und der, wie ohne gewohnt hat, der sagte, du, ich will keinen, ich habe kein Interesse dran. Haben wir es aufgeteilt und eingezäunt und schön gemacht. Und dann ist dieser Mann weggezogen und dann hat er eine neue gekauft. Und da war Satanist. Nicht ein kleiner, sondern einer relativ oben. Hat auch Auto gehabt für 100.000 Euro. Die Frau hat gearbeitet in Heidelberg in der Nekrologie. Das ist, glaube ich, da, wo man die Tote verschneidet. Kann man gut Organe ausanbinden, rausholen und mitnehmen. Und die haben die, ja, ein ganz obenes satanistische Ding gewesen. Und da kommt dann zu mir und sagt, er möchte von meinem Grundstück ein Stück haben. Und dann sage ich, es tut mir leid, aber das haben wir verteilt und das eingezäunt, alles Mögliche. Bekommt kein Grundstück von mir. Ja, dann geht er zum Anwalt, sondern gehst du zum Anwalt. So, Gott ist mit mir, verstehst du? Und plötzlich merke ich, meine Frau war weg, die ist so wie das ganze Haus mit Dämonen sich fühlt. Sie kommen total weg. Und ich spüre diesen Kampf und ich fange an zu kämpfen, zu beten. Und ich merke, es ist so ein Kampf, dass ich fast dachte, ich verliere, weil mein Verstand so stark ist, dieser Kampf mit Dämonen gewesen. Das ganze Haus war voll. Und ich war so in der Nacht um 2, 3, ich konnte einfach nicht schlafen. Ich spürte, ich war vom Balkon, ich schrie zu Gott, Gott, du bist mit mir, du musst mir helfen. Und der Gott sagt, du bist nicht mehr fähig, 4 Quadratmeter von deinem Garten ihm zu geben. Das ist mein Grundstück, verstehst du? Obwohl ich ein Jahr später das Haus verkauft habe, es war total uninteressant. Aber dieses, das sind meine 4 Quadratmeter, verstehst du? Da habe ich meinen Baum dran gepflanzt und meinen Zaun dran gemacht. Und so Gott sagte, Piero, ich habe dir nicht gesagt, du sollst jetzt für das campen, ich will dir andere Sachen zeigen. Lerne loszulassen. Und ich sagte, okay, Herr, ich gehe morgen zum Nachbarn und sage ihm, er kann die 4 Quadratmeter haben. Ich kann das sagen, im selben Augenblick spürte ich, wie jeder Dämon das Haus verlassen hat. Ist alles weggegangen. Ich spürte in meinem Geist drin, wie alles weggeht und wie der Friede Gottes kommt. Und dann spürte ich, wie dieser prophetische Geist kommt. In mein Zimmer hinein, wie Gott anfängt zu offenbaren, was in den nächsten Jahren geschehen wird. Und auf übernatürliche Art habe ich das Haus losbekommen, habe ein viel besseres bekommen, wo ich jetzt wohne. Ich war total glücklich über diese Sachen. Und dann, wie Gott gesagt hat, Piero, es gibt Momente, wo du kämpfst für etwas, aber es gibt Momente, wo du loslassen sollst. Loslassen sollst. Und ich glaube, es ist so wichtig, dieses Loslassen von allem, was reell ist, was dir gehört oder was du denkst, es gehört dir, diese alles auf den Prüfstand zu lassen, loszulassen. Alles, was materiell ist, verstehst du? Ich war manchmal dabei, wie man Wohnungen von alten Leuten, die gestorben sind, geräumt habe. Du kannst es nicht vorstellen, was du da erlebst. Du kannst es nicht vorstellen. Manchmal, wenn Leute ein Haus haben, Beispiel der Opa von der Doris, der gestorben ist, war allein, war 86, hat ein Haus gehabt, ein großes Haus mit riesigem Keller. Es war kein Raum, der überfüllt war. Und der Mann hat öfter so am Fernseh, wie sagt man, diese Angebote gekauft, Fernsehshopping gemacht. Und er hat masseweise Pakete gehabt, die waren gar nicht aufgemacht. Keller war voll, verstehst du? Wäre er nicht bereit gewesen, etwas zu schenken auch. Verstehst du? Es geht sein. Und dann sterbe die und du guckst das Haus. Die haben dann, glaube ich, 5 Container gebraucht, um alles rauszumachen, verstehst du? Nicht loszulassen, alles Mögliche. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir lernen, alles, was materiell ist, bereit ist, bist du bereit, loszulassen. Weißt du, wenn du etwas loslässt und es ist von Gott, dann kommt es mal wieder zurück. Wenn du es abschneidest im Gebet und es ist nicht von Gott, dann kommt es nicht mehr zurück. Und ich glaube, es ist bereit, loszulassen. Es gibt nichts auf Erde, ich möchte sagen, was mir gehört. Nichts.
Nicht bei meinen Kindern, Gott hat mir sie ausgeliehen. Nicht bei meiner Frau. Es ist nicht meine Frau, verstehst du? Gott hat mir sie ausgeliehen oder zur Seite gestellt. Aber nicht mal das. Nicht mal dein Mann gehört dir. Verstehst du? Hast du deine Kinder Gott geweiht? Hast du deine Kinder Gott gegeben? Hast du deinen Partner, deine Eltern, hast du deinen Mann Gott gegeben, wenn du einen hast? Gib ihn ihm, dann gehört er nicht dir. Wenn Gott dir zur Verfügung stellt, ist schön. Und ich glaube, mein Lieben, in dieser Zeit, wo wir lernen sollen, wieder ganz neu, wenn du dieser prophetische Geist willst, wenn du dieser Geist der Offenbarung Gottes willst, wenn du näher in die Gegenwart Gottes kommen willst und die Pläne Gottes verstehen kannst, dann ist es wichtig, dieses Loslassen. Das ist, gehört mir. Das ist mein. Ihr wisst ja, das ist das erste Wort, wie viele Kinder lernen, wenn sie miteinander spielen. Mein. Meine Puppe. Mein Auto. Und kleine Kinder von 2 Jahren können streiten und die reißen schon. Das ist mein. Verstehst du? Das ist das Menschliche. Wie hoch kommt eins von der Erste? Wenn wir uns bekehren, was ist denn das Gebet, wie wir sagen? Lieber Gott, ich gebe dir mein Leben. Stimmt das? Alles, was mir gehört, gehört dir. Sodass ich mich von der Erde, von alles, was mir gehört, loslasse und ich gebe es dir. Und wenn du das Gott gibst, was macht Gott? Er schenkt es an Geist. Du gibst Gott dein Leben, alles, was du hast, gibst du Gott. Und Gott schenkt es an Geist dafür. Und dann hast du Geist und hast einen guten Tausch gemacht, Materie gegen Geist. Und alles, was du hattest, ist dir ausgeliehen. Gott kann es nehmen, kann es geben. Wie Hiob, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Er hat es nicht behalten wollen. Wenn wir Gott alles geben, gehört alles ihm und er gibt uns seinen Geist. Aber wenn wir wieder anfangen zu sagen, es gehört mir, es ist mein Mann und er muss das machen und es sind meine Kinder und es ist meine Gemeinde und es ist mein Pastor und es ist mein Haus und es ist mein Recht und es gehört mein. Wenn wir wieder jetzt anfangen, wie mehr materielle Sachen dich binden, wie weniger hat der Geist Einfluss in deinem Leben. Einfluss in deinem Leben. Sondern wir leben auf der Straße ohne nichts mit einem Zelt. Nein, Gott kann uns viele Sachen zur Verfügung stellen. Ein schönes Haus, er kann dir schöne Arbeit geben, du kannst ein schönes Auto haben, du kannst ein schönes Stück Küche haben. Gott kann dir geben, aber was es darf dich nicht binden. Geld ist ein Segen und es ist ein Fluch. Verstehst du, wenn du Geld beherrschst, ist es ein Segen. Wenn das Geld dich beherrscht, dann ist es ein Fluch. Und das ist loslassen, loslassen. Es gibt einen katholischen Priester in Luxemburg, der heißt der Pater Albert Frank. Und der war schon mal bei uns. Und das ist ein Mann, wie ich bewundert habe, weil in seinem Herz so viel Demut und so viel Jesus da ist. Und er sagte mal, ich habe mit diesem Prinzip gelehrt, ich gebe alles, es gibt nichts, was mir gehört. Und er hat öfters erlebt, es geklingelt hat an seine Tür. Und jemand ist gekommen und gesagt, du, wir haben nichts zu essen. Und so, das ist kein Problem, das ist der Kühlschrank, mal auf, hol alles raus. Und dann kam ein Ehepaar und hat den Kühlschrank, alles Essen mitgenommen. Und dann sagte die zu ihm, brauchst du überhaupt einen Kühlschrank, du bist ein Single. Und dann sagte er, du wolltest den Kühlschrank haben, nimm den mit. Und die haben den Kühlschrank mitgenommen mit allem, was drin ist. Ich sagte, das ist doch kein Problem, das ist doch Gottes Kühlschrank. Er hat gesagt, das ist schön. Ich sage, Gott, ich möchte dich segnen, ich habe sie lieb, segne diesen Kühlschrank, alles, was drin ist, die Leute, dass sie glücklich sind. Es hat eine Stunde später klingelt an seiner Tür, kommt ein anderes Ehepaar, sagt, du, wir haben einen ganz neuen Kühlschrank, wir brauchen nicht. Verstehst du? Das ist Loslassen und Gott gibt wieder. Und das erlaubt der Heilige Geist in dir zu wirken. Ich merke, wie so schnell Sachen binden. Wie ich, wir haben gerade das Gespräch vor ein bisschen schmunzeln müssen, weil wie ich in die erste Gemeinde kam, wie ich mich bekehrt habe, das war so eine ganz kleine Pfingstgemeinde. Die war schon viele Jahre alt und du waren die Geschwister schon sehr stark und klein, aber lange Jahre treu da drin. Und ich habe gemerkt, wie da drin Ordnung herrscht. Das war mein Stuhl. Und wenn du auf dem falschen Stuhl, auf dem falschen Kissen noch gesetzt bist, verstehst du, dann hast du schon die Blicke gehört, so gesehen, gespürt. Du sitzt auf meinem Stuhl, Junge, verstehst du? Und da war etwas drin und dann habe ich nicht gewusst, ich bin ja frisch gekommen, der hat mir ja keine Gemeindeordnung gegeben, habe ich nichts davon gewusst. Was ich nicht gemerkt habe, dass immer, im Gottesdienst hat so angefangen, ein Lied, dann hat der Pastor gebetet und dann, ich kann es heute noch sagen, dann hat die Schwester Abel gebetet und der Bruder Hans und die Schwester so und so und die Schwester so und so.
jedes Mal dasselbe. Und ich habe das nicht gewusst am Anfang und habe zwischen reingebetet. Und habe die Reihenfolge vom Gebet, verstehst du, nein gemacht. Da habe ich gemeint, wer ich gebetet habe, so viele den Kopf rumgekriegt, betet er in die falsche Reihenfolge. Den Neuen müssen immer als letztes beten. Und ich habe gemerkt, wie Leute dieses Mein ganz stark da ist. Und ich wusste, dieses Mein verhindert der Heilige Geist zu kommen. Es gehört mehr. Denk dran, dieses Wort, alles, was unsichtbar ist, wird ewig bleiben. Alles, was sichtbar ist, wird einen Tag sich auflösen. Und ich glaube, wir müssen echt öfters prüfen, Herr, alles Sichtbare, was Gott uns sogar geschenkt hat, habe ich Tendenz zu binden, zu sagen, es gehört mehr. Es gehört mehr. Ich behaupte, es gehört mehr. Oder können wir in alle Sachen sagen, Gott, es ist, wenn es nimmst, gegeben, kannst du es nehmen, es gehört dir, du wirst mir Neues geben. Leben wir in dieser Sache, leben wir dieses Loslassen. Loslassen bedeutet für mich, in den Geist gehen und von Gott etwas ganz Neues empfangen. Im Geist empfangen. Und du kannst dich entscheiden, du bist ein Gotteskind, du bist gerettet und du darfst in deine Tradition, in diesem Mein bleiben. Und du bist ein rettetes Kind Gottes. Aber du wirst niemals in das Prophetische gehen. Wenn der König David nicht von König zum Wurm geworden wäre, wäre er niemals Prophet geworden. Und vielleicht wäre er sogar gestorben. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, dieses regelmäßig vom König zum Wurm zu werden. Ein Wurm ist nackt, er hat nichts. Und dann kommt dieser prophetische Geist. Und ich kann das sagen, es sind so Momente in unserem Leben der Gnade, wo Gott uns offenbart, alles, was uns bindet und alles, was wir binden. Mein Recht, Menschen, Erwartungen, viele Sachen, wo wir binden, verstehst du, Finanzen, alles Mögliche, wir binden es, gehört mir, das spaut drauf. Und das verhindert uns, in das Übernatürliche reinzugehen. Loslassen bedeutet, Herr, ich lasse dieses Materielle los und mein Geist hat die Fähigkeit, der Heilige Geist, dieser Geist der Offenbarung, das Übernatürliche zu berühren. Wir leben eine Zeit, wo Gott so viel prophetische Menschen rufen wird, wie man es sich nicht vorstellen kann. Ich habe vor einiger Zeit mit dem ehemaligen Hauptpräses von der Pfingstbewegung von Deutschland, sogar von ganz Europa gesprochen. Und er sagte immer ganz stolz, sagt, du, wir haben jetzt in Deutschland in unserem Bund 600 Pfingstgemeinde und wir haben 800 bezahlte Pastoren. Und ich fragte ihn, wie viele Propheten habt ihr? Er sagte immer null. Verstehst du? Null. Er hat gesagt, findest du das normal? Du hast 600, 800 Pastoren vollzeitlich und habt null Propheten. Wie kommt das? Warum haben denn die meisten Pastoren Angst um Propheten? Weil sie die Gemeinde kontrollieren würden. Es ist meine Gemeinde. Ich kontrolliere meine Gemeinde. Und wenn der Prophet kommt, nimmt er öfters dieses Kontrollgeist und macht die Leute im Nein. Kontroll, es ist meine Gemeinde, es ist mein Hauskreis, es ist mein Lobpreisteam, es ist meine Kinderarbeit. Das verhindert immer, dass der prophetische Geist kommen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was so wichtig ist, dieses Loslassen. Dieses Loslassen, es ist nicht meine Gemeinde, es ist nicht mein Dienst, es ist nicht das, sondern ich bin bereit, es loszulassen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich etwas loslasse, wenn der Heilige Geist kommt, sagt, Piero, bist du bereit, das loszulassen? Und ich sage, okay, loslassen ist für mich auch ein Sterben. Ich bin auch jemand, wie charakterlich gern, es gehört mir, mach den Finger drauf. Dieses Loslassen bedeutet für mich immer sterben und es tut weh. Etwas loslassen, was du denkst, was du lieb hast, loszulassen, gehen zu lassen. Aber ich weiß, jedes Mal im Leben, wo ich losgelassen habe, ist der Heilige Geist gekommen und hat mir etwas Neues gegeben. Etwas Neues geschenkt. Heute Morgen, wenn du willst, ich glaube, der Heilige Geist ist da. Ich habe mir vorher, würde er heute Morgen zu dir kommen und würde dir sagen, Beispiel, lass in einer ganz besonderen Situation los. Lass das los, dass das Recht, dass vielleicht jemand zu dir kommt, deine eigenen Eltern, deine eigenen Kinder und sich entschuldigen. Lass dieses einfach los. Lass es los, wo du erwartest, dass jemand zu dir kommt und etwas zurückgibt. Oder Finanzen und andere Sachen. Lass los. Und du wirst sehen, wie der Herr kommt und der Geist über dich kommt. Und nach du das Schwere, was uns bindet, erhebt unser Geist. Ich finde diese Geschichte von David,
von König wie Wurm wird, um Prophet zu werden. So toll. Ich finde es so toll, dass David uns diese wunderbare Psalm 23 geschenkt hat. Stimmt das nicht? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weißt du, wer das weiß? Er musste von König zum Wurm werden, um diese wunderbare Psalm zu schreiben. Er wird keinen Mangel haben. Er wird auf grüne Aue sein. Güte und Barmherzigkeit werden mit ihm gehen. Er bekam diese Offenbarung, weil er bereit ist, loszulassen, dieses Königliche, dieses Recht haben, diese Autorität, diese Krone, alles wegzumachen. Ich würde noch eine Sache erzählen, wo ich nach 27 Jahren Pastor immer wieder gemerkt habe, wenn in der Gemeinde Leute einen Dienst machen, was ich ganz toll finde, fangen die an, ihren Dienst zu lieben. Und plötzlich wird der Dienst ein Stück von ihrem Charakter, von ihrer Persönlichkeit. Sie sind nicht Schwester so und so oder Bruder so und so, sondern sie sind Lobpreisleiter, sie sind Ältester, sie sind Gebietsleiter von dem und das. Und ich merke immer wieder als Pastor, wenn du merkst, dass jemand seinem Dienst nicht gut tut und du wirst jemand sagen, hör zu, lass mal deinen Dienst ein Jahr, Ältester, Lobpreisleiter, das und das. Lass es mal auf die Seite oder Technik oder das und jenes. Gibt es bestimmt ein großes Teil von denen, die sofort die Gemeinde verlassen. Sie verkraften es nicht, dass du nicht was wegnimmst. Sie haben sich identifiziert, der Dienst und die Person sind zusammengewachsen. Wie schnell kann ein Dienst anwachsen an unserer Persönlichkeit? Du bist nicht mehr Kind Gottes, sondern du bist Mama. Du bist Hauskreisleiterin. Du bist Ehefrau. Du leitest den Gebetskreis oder das. Du hast einen Dienst, eine Funktion. Und die Funktion und dein Leben sind zusammengewachsen. Und die Funktion ist ein Stück von deiner Persönlichkeit geworden, was ganz schlimm ist. Und Gott möchte das abschneiden. Er möchte nicht, dass die Funktion, er möchte nicht, dass der Piero sich identifiziert mit Pastor, mit Prediger, sondern er möchte, dass Piero ganz allein Piero ist und dass er da ganz neu von seinem Geist kann geben. Und da muss Piero wieder sterben und alles andere bereit sein abzugeben. Freiwillig oder er nimmt sie weg. Und ich sage dir, freiwillig ist besser als wegnehmen. Heute Morgen glaubst du, dass es möglich ist, dass etwas angewachsen ist an dir? Deine Funktion vielleicht? Mama, Oma oder etwas anderes? Und du hast diese Funktion, diese Dienst, die du machst, ist ein Stück von deiner Persönlichkeit geworden. Und Gott sagt, hör zu, ich möchte etwas Neues auf dein Leben machen. Bist du bereit, dass ich das Wort, das Schwert nehmen kann und kann trennen Seele und Geist? Dass ich diese Funktion, wie dich, deine Persönlichkeit vielleicht so angewachsen ist, kann ich sie trennen, dass du wie dieser König David sagen kannst, Herr, ich bin, wenn man jetzt meine Funktion wegnehmen würdest, da würde ich sein wie ein Wurm, ganz nackt, und schrecklich. Und Gott sagt, das sind die Momente, wo ich meinen Geist auf dich legen kann, wo du prophetisch kannst werden. Das ist diese Frage heute Morgen. Und ich möchte dich heute Morgen einfach fragen, wenn der Heilige Geist kommen würde und er würde mit seinem Schwert so Geist und Seele trennen, würdest du es akzeptieren? Würdest du sagen, Herr, ich will meine Funktion im Moment auf die Seite machen. Ich möchte sein wie David, wie ein Wurm. Ich bin nicht mehr König, ich bin nicht mehr das und jenes. Ich bin nicht mehr die angesehene Schwester in der Gemeinde, ich bin nicht mehr das Lieblingspastor, Schäflein vom Pastor, ich bin nicht mehr das, sondern ich bin nur ein Kind Gottes, ganz nackt vor Gott. Und wenn du das erlaubst, ich kann das sagen, der Heilige Geist, der prophetische Geist, er möchte dich berühren. Er möchte dir ganz neue Offenbarung geben, was Gott vorhat in deinem Leben. Er möchte dir ganz neue Offenbarung geben, was Gott vorhat über dein Land, über deine Familie, über deine Kinder, über deine Gemeinde, über das Reich Gottes, über viele Sachen. Macht mal eure Augen im Moment zu. Glaubst du, dass es Sachen gibt, wie Gott sagt, es ist Zeit loszulassen? Vielleicht deine Kinder. Dein Partner, wie du so verändern willst. Deine Gemeinde, wie du verändern willst. Deine Rechte, wie du hast. Wie du forderst. In der Bibel steht geschrieben, dass der Lohn der Erntehelfer nicht bezahlt worden ist, schreit bis in den Himmel.
Und weißt du, wenn du daran schreie, bis in den Himmel hinauf, dann kann der Heilige Geist wenig runterkommen. Wir wollen nicht Gerechtigkeit schreien, sondern wollen nach Gott schreien. Lass der Heilige Geist kommen heute Morgen. Vielleicht möchte er heute Morgen dir sagen, was du los sollst lassen. Auch wenn es Sterben bedeutet. Heiliger Geist, komm. Hilf uns zu sterben, um näher zu Gott zu kommen. Um näher zu Gott zu kommen. Heiliger Geist, wir wollen loslassen, um frei zu sein. Frei. Freien. Vom Geist geführt, vom Geist geleitet. Herr, wir wollen ein Landeplatz sein für den Geist der Offenbarung. Für prophetisches Wirken. Wir wollen loslassen. Ganz loslassen. Loslassen bedeutet auch ins Kreuz bringen, Herr Jesus. Ich lasse jetzt diesen Mann los. Ich lasse meine Kinder los. Ich habe keine Erwartung. Sie müssen mir dienen, sie müssen mich besuchen. Nein, lass sie los. Dann kann Gott wirken. Wenn du loslässt, dann wird Gott anfangen wirken. Auf seine Art. Und das ist besser. Lass los. Ganz los. Auch diese Rechte, wie du hast. So am Ende alles auf der Altar liegen heute Morgen. Loslassen. Loslassen. Ganz loslassen. Ganz loslassen. Ganz loslassen. Ich spüre, wie heute Morgen bei einigen Menschen so Gewicht runterfällt. Komm, wir stehen mal auf und stellen uns einen Moment vor Gott. Habst du den Eindruck, dass jemand da ist heute Morgen? Ich spüre so, du hast eine geballte Hand noch. Ich habe gesagt, Herr, was ist in deiner Hand drin? Und ich sehe, es sind Steine der Anklage. Und ich sehe, wie der Heilige Geist heute Morgen zu dir kommt und sagt, lass diese Anklage, lass diese Steine fallen. Schmeiße nicht mehr. Und du wirst wieder Friede bekommen. Ich kann dir mehr geben, als du forderst von Leuten. Ich habe den Eindruck heute Morgen, dass manchmal das, was vom Geist macht, körperlich reagieren. Ich habe den Eindruck, dass heute Morgen so wie deine Arme herunterfallen können. Du kämpfst nicht mehr. Du hast kein Schwert mehr. Du forderst auch nicht mehr bei Gott. Du lässt deine Hände fallen. Du hast keine Faust mehr, wie du was schmeißen möchtest, sondern du lässt es fallen heute Morgen. Und ich spüre so, wie Gott sagte, ich werde heute Morgen ein prophetischer Geist über dich geben. Ich werde etwas ganz Neues wie ein Feuer geben. Ich habe den Eindruck, dass wir heute Morgen unsere Hände so, für die wir es wollen, die Hände so ausstrecken zu Gott. Gott, ich bin bereit von dir etwas ganz Neues zu empfangen. Ich habe so einen Eindruck, heute Morgen einige werden so, gerade jetzt, spüre, wie etwas deine Hände berührt, wie ein Feuer. Etwas, was deine Hände berührt. Etwas, was vom Geist ist. Vielleicht eine Salbung, um Kranke zu heilen. Oder eine, die Barmherzigkeit Gottes wieder ganz neu für Menschen, für Evangelisieren.
Und einige, du wirst den ganzen Morgen spüren, wie so Feuer in deine Hände ist, etwas in deine Hände drin ist. Ich will meinem Volk Geist geben, spricht der Herr. Ich will meinem Volk Geist geben, wenn sie bereit sind, loszulassen. Alles, was ihre Hände bindet, was ihr Herz bindet, was ihr Gedanke bindet. Wenn ihr es loslasst, dann werde ich euch ganz neue Samen Geist geben. Samen, die in Ewigkeit da werden sein. Ich werde neuen Geist auf dich legen. Und du wirst Seherin sein. Du wirst viele Sachen sehen im Geist, wie du vorher noch nie gesehen hast. Du wirst sie sehen, spricht der Herr. Und es wird stark sein. Ich berühre deine Hände jetzt damit. Ich spüre, das ist so wie, einige spüren sogar wie ein Gewicht, in der, wie ein Feuer in deine Hände ist. Etwas Schweres, etwas Warmes, wie da ist. Ist jemand, du besuchst regelmäßig jemanden, dass jemand wieder ganz nah ist, wie ganz starke Herzprobleme hat zurzeit. Und ich bin, wie du jetzt nach Hause kommst und du wirst die Person besuchen, wirst deine Hände auf ihn legen. Und wir sehen, wie ein Stück Leben dieses Herz zurückkommt. Ich fülle dich mit meiner geistlichen Gabe. In jedem Maß, wie du loslässt, wirst du meine Gabe bekommen. Und es werden übernatürliche Sachen durch dich geschehen. Durch deine Hände geschehen. Wenn du das Materielle loslässt, dann wirst du vom Geist bekommen. Vom Geist bekommen. Danke, Herr, dass du jetzt ganz stark Frau berührst. Dass die Gaben vom Himmel viel wichtiger sind, viel wertvoller sind, als alles, was wir binden können, Herr. Herr, und jedes Mal, wenn wir loswerden, loslassen, jedes Mal, wenn wir wie ein Wurm werden, vom König zum Wurm, dann wird dein Geist über uns kommen. Und das Prophetische wird stark sein. Das Prophetische wird so stark sein. Heiliger Geist, du bist heute Morgen da und du berührst nicht ihre Hände. Sieh mal auch, wie ganz stark deine Zunge berührt wird. Spürst du etwas, wie der Mund berührt? So wie Gott sagt, es werden von dir prophetische Worte rauskommen. Es werden Worte rauskommen, es wird Kraft drauf sein. Ich werde deine Zunge benutzen. Ich werde dich segnen. Herr, du wirst der Geist der Offenbarung ihr geben. Ganz neu. Herr, wo es in der letzten Zeit so viel Niederlage bekommen hat, so die Zeit des Geistes kommen, dass sie es versteht, warum. Herr, sie wird nicht mehr diese Reflex haben, stehen zu bleiben, sondern sie wird diese Reflex haben, vorwärts zu gehen. Sie weiß, sie geht in im Geist in ein neues Land hinein und sie wird siegreich in diesem Land. Ja, und da, wo du deine Füße hinmachst, werden so prophetische Zeichen bleiben. Du wirst so wie im Geist, wie so Josua sein. Du wirst neue Sachen anfangen. Aber wie Gott dir zeigen wird. Nicht wie andere Menschen dir auflegen. Du bist kein Kamel, du bist ein Kind Gottes. Ein prophetisches Kind Gottes. Und die Zeit, wie du alles getragen hast für anderen, soll aufhören, spricht der Herr heute Morgen zu dir. Danke, Herr, für dieses Wort, dass es heute Morgen keine Kamele gibt, sondern Kinder Gottes, wie dieser prophetische Geist Liebe werden. Dass es heute Morgen Prophetin geben wird. Und sie werden im Geist Sachen bekommen, sie werden sie machen. Und sie werden die gute Werke tun, wie Gott im Voraus getan hat, Herr. Vater, lass alle anderen Sachen, wie Menschen ihr aufgelegt haben, auch humanistische Sachen weggehen. Und dass sie die gute Sachen tragen werden kann, wie Gott dir gegeben hat, in Jesu Namen. Lass es da sein. Lass uns einen Moment davor, aber Gott anbeten und ein Lied singen. Und ihn davor anbeten, weil er gut ist. Friede wie ein Strom.
prophetisches Volk. Öffne die Tore, die noch verschlossen sind. Öffne die Nationen, die wir von dir fordern. Befreie du Menschen mit Furcht, denn in deiner Liebe ist keine Angst und keine Furcht, denn in deiner Liebe ist deine Herrlichkeit, denn du bist gegürtet mit Wahrheit, du bist der Sohn Gottes, gnadenvoll. Wunderrat, Immanuel, gnadenvoll, Wunderrat, Immanuel. Du bist alles für mich. Oh, schenk mir deine Liebe ganz neu. Du bist das Alpha und das Omega, der Anfang und Ende. Und du bist hier bei uns, ganz nah bei uns. Und wir heben dich, Herr. Und wir heben dich, Herr. Denn du bist König. Du bist König. Du bist König in unserer Mitte. Du regierst durch deinen Geist. Du hast meine Feinde zerschlagen. Du bist König in unserer Mitte. Du regierst auf deinem Thron. Du hast deine Feinde überwunden. Nun sitzt du auf deinem Thron. Du bist König.
wünsche mir ein Volk, das reine Herzens ist, das reinen Herzens ist. Ich wünsche mir ein Volk, ich sehne mich nach ihm, nach einem reinen Herzen voller Gold. Ich sprechen kann durch dich, dass ich fühlen kann durch dich, dass ich Wunder kann tun für dich, durch dich, mein Sohn, meine Tochter. So erhebe dich aus dem Staub. Und den Sohn, das Opfer.
Ich bitte dich,